Hallo, Gott, erklär auf bewegte Weise, wie man mit einem Sklammerroder in einer mit 60 Mann einen Endboss rumgeht. Das sollte natürlich für einen Elite-Member vom Partner-Skill überhaupt gar kein Problem darstellen. Zuallererst sollte ich wohl mal meine ganze Diablo 3 Erfahrung aufs Spiel setzen und es mit einem Wirbelwind-Barbar versuchen. Ein Aufwärmschirm, ein Schlachtruf und noch ein Schlachtruf. Was geht's? Jetzt wird es wohl über eine Zeit für meine StarCraft 2 Diamond Erfahrung. Stimpack, zack, zack! Will jemand Kotto? Bitte nun. Es tut mir besser, als ich dachte. Wenn ich so weitermache, dann... Ganz egal. Schuppel bleibt im Urlaub. Arena Join. AOF, ja. Nee, das sind jetzt nicht alles Untote, oder? Egal. Icy Tower. 10-mal mehr Games als Kim. Trotzdem doppelt so hoher Highscore. Jetzt gibt's Jump and Run Action. Was ist denn los? Ich hab's die ganze Zeit wie Schicksal, das ist schlecht. Oh, ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich lasse jetzt mal lieber den schlimmen Klops ran. Vielleicht trifft er auch mal was. Okay, okay, Kinder schon los am Start. Und hier geht's auch schon. Wo ist mein Eiskinder? Ach, verdammt. Ja, nicht so schlimm, Klops, nicht so schlimm. Die Skiller vom Dienst schaffen alles. Ich geh jetzt hier nochmal schnell ins nächste Portal.